Hallo, mein Name ist Sabine. Ich bin diplomierte Wellness- und Fitnesstrainerin. Das ist meine Kollegin Uta. Wir starten heute eine Session am VibroShaper. Viel Spaß beim Training. Los geht's mit einem kurzen Warm-up. Dazu wählen wir eine leichte Intensität am VibroShaper. Und gehen. Arme mitnehmen. Beine schön hoch. Noch 4, 3, 2, und tief einatmen, Arme mitnehmen, große Arme. Nochmal tief Luft holen und weiter geht. Noch 4, 3, 2, Achtung, Tap, Zehenspitze. Tap, Arme mitnehmen, Körperspannung. Noch 4, 3, 2, in die Ecke. Side, hopp, ganz wichtig, nahe am Shaper stehen. Noch 4, 3, 2 und gehen. Große Schritte wieder, Beine hoch. Noch 4, 3, 2, Step Touch. Side, Schritt bleibt groß. Sehr gut. Super, Uta. Noch 4, 3, nahe zum Shaper. 2, Achtung, Blick zur Seite. 4, 3, 2, hoch, tief und wechsel. Sehr gut, jawohl. Ganze Fußsohle steigt hoch. Noch 4, 3 noch, 2, Achtung und wieder gehen. Marschieren. So, unser Aufwärmtraining ist geschafft. Wir steigen hoch auf den Shaper. Beine leicht geöffnet, Knie, Zehenspitzen nach außen. Und wir gehen tief hoch. Tief und hoch. Aufpassen, beim Tiefgehen, die Knie bleiben hinter die Zehenspitzen. Jawohl. Und beim Hochgehen, die Knie leicht gebeugt lassen. Noch 4 und 3. Super, Uta. 2. Achtung, tief bleiben. Bleiben, halten. Schultern tief weg von den Ohren. Noch 4, 3, 2. Tap, Zehenspitze zurück. Tief und wechsel. Sehr gut. Jawohl. Gut. Nur die Zehenspitze berührt den Boden. Noch 4. Und 3 noch. Und 2. Achtung. Einmal noch. Ausfallschritt zurück. Hopp, nur rechts. Tief und hoch. Großer Schritt. Achtung, immer gut aufpassen. Ganze Fußsohle ist oben. Noch 4. 3 noch, 2, einmal noch und halten, bleiben. Sehr gut, Uta. Alles okay? Wichtig, Knie, Sprunggelenk, eine Linie, Oberkörper gerade und tief und hoch. Arme einstützen. Jawohl. 4 noch, 3 noch, 2 noch, tief halten. Finger verschränken vor der Brust. Schultern tief und Drehung zu mir. Oberkörper dreht, Beine gehen mit. Tief. Jawohl. Super. Noch 4. 3 noch. 2 noch. Halten. Achtung, kurze Bewegung mit dem Oberkörper. Und ziehen. Kleine Bewegung. Noch 4. 3 noch. 2. Halten, wieder nach vor, Arme lösen, hochsteigen und wieder Squat, tief und hoch. Jawohl, sehr gut. Noch 4, 3 noch, 2, wieder tief halten, Tap, Zehenspitze links beginnt und links, rechts, tief und hoch. Noch 4. 3 noch, 2, linke Bein, Ausfallschritt zurück, großer Schritt, nur links, ab und hoch. Immer auf die Knie achten, Oberkörper gerade, noch 4, 3 noch, 2 noch, einmal geht's noch und stopp. Großer Schritt, wieder gut, Knie, Sprunggelenk achten, Oberkörper gerade und tief. Und hoch, Arme einstützen,
noch 4, 3 noch, 2, halten, Arme wieder ineinander verschränken und wieder Oberkörperrotation mit tief, Beine gehen mit, tief und hoch, Zeit lassen, noch 4, 3 noch, 2, halten, Achtung, kurze Bewegung, Beine ziehen mit, Oberkörper, kurze Bewegung, Rotation. Super, Uta. Durchhalten, noch 4. 3 noch, 2, halten, wieder zur Mitte drehen und hochgehen auf den Shape und wieder Squat, tief und hoch. Noch 4, 3 noch, 2, halten, rechte Bein steigt weit nach hinten. Blick nach rechts, Knie, Zehenspitzen leicht schräg nach außen, Arme einstützen und wieder tief und hoch. Jawohl, sehr gut. Wieder gut auf die Knie achten, Beine sind weit geöffnet. Noch viermal und 3 noch, 2 noch, tief halten, ein Stück tiefer noch. Arme wieder vor die Brust zusammen und kurze Bewegung, klein, kurz, kurz, 4, 3 noch, 2, halten, Achtung, ein Stück tiefer, noch 5 cm tiefer, halten, halten, noch 4, 3 noch, 2, lösen, wieder nach vorne drehen und wieder hochgehen, Wechsel, Beinwechsel, zurück, wieder öffnen, und wieder tief und hoch. Arme einstützen. Noch 4, 3 noch, 2. Wieder halten. Arme vor die Brust. Und wieder kurz ziehen. Kleine Bewegung. Tief, tief. Jawohl. Noch 4, 3 noch, 2. Halten. Stücke tiefer noch. Jawohl. Alles okay? Alles gut. Noch 4. 3, 2 und lösen, wieder nach vorne drehen, hochgehen am Viper Shaper und wieder tief und hoch. Letzte 4 noch, 3 noch, nur noch 2. Ein letztes Mal halten, Schultern tief weg von den Ohren, Bauch festspannen, noch tiefer. 4, 3 noch, 2 und lösen, tief steigen, weiter geht's am Boden. In den Ausfallschritt gehen, tief gehen, die Hände auf den Viper Shaper, Fingerspitzen leicht schräg nach außen, auf die Zehenspitzen und die Knie 3-4 cm abheben vom Boden und halten. Tief durchatmen und jetzt kurz wippen, kleine Bewegung. Sehr gut, super. Feste Handballen reindrücken. Noch 4, 3 noch, 2 und nochmal halten. Tief gehen, Blick zu mir. Arm, Ellbogen abstützen, Oberschenkelbauch eine Linie, Ellbogen unterhalb von der Schulter und das Becken heben. Zweiter Arm zum Körper und wieder ein paar Zentimeter hoch, tief. Das Atmen nicht vergessen. Noch 4, 3 noch, 2, halten. Arm nach oben strecken, Blick zu den Fingern, Becken noch ein Stück höher. 4, 3, 2 und tief gehen. Sehr gut. Wieder Blick nach vor und Seitenwechsel. Ellbogen wieder unterhalb von der Schulter. Oberschenkelbauch eine Linie. Becken heben. Arm seitlich vom Körper und das Becken geht wieder hoch, tief. 4, 3 noch, 2, oben halten. Arm nach oben, Blick zu den Fingern. Becken noch ein Stück höher. Gleich ist es geschafft. Noch 4, 3, 2, tief gehen. Nochmal nach vor in die Vierfüßlerposition. Finger wieder leicht nach außen auf die Zehenspitzen. Und die Knie wieder leicht abheben. Halten. 4, 3 noch, 2, Endspurt. Einmal geht's noch. 4, 3, 2, halten. Und tief ging geschafft. Sehr gut, super.
Jawohl! Danke! Zum Abschluss eines jeden Workouts gehört noch ein Stretching-Programm. Okay, vor dem Vipershaper stellen, Ferse hoch, Zehenspitze schaut nach oben und tief gehen. Dehnt die Beinrückseite, wurde sehr intensiv beansprucht beim Training. Beinwechsel, zweite Bein hoch, Ferse, Zehenspitze zieht weit nach oben, Schultern zurück, oh, noch ein Stückchen tiefer gehen, bisschen intensiver. Abstellen, hochsteigen auf den Vipershaper. Eine Zehenspitze zum Rand, Ferse zieht tief, nochmal Dehnung der Wadenmuskulatur, sehr gut. Beinwechsel, zweite Seite, tief ziehen, Becken bleibt in der Mitte, Ferse zieht weit nach unten. Ein Stückchen tiefer und hochgehen, tief steigen. Ganz wichtig, auch die Oberschenkelvorderseite, Armsprunggelenk fassen. Ferse Richtung Gesäß, Standbein leicht gebeugt, Oberschenkelvorderseite wird ebenso ganz intensiv beansprucht und Beinwechsel. Ferse wieder hoch, Oberkörper aufrichten, sehr gut. Abstellen, zum Abschluss noch Oberkörper, Arm vor die Brust, zweiter Arm umfasst den Arm, Schulter tief und Seitenwechsel. Seite, vor die Brust, herziehen. Sehr gut. So, lösen. So, geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen. Viel Spaß beim Training mit dem Vipershaper. Dankeschön. Tschüss.